zeige dir heute, wie man solche kleine Tischdeckchen häkeln kann. Ich habe aus diesen Deckchen eine Tischdecke gemacht. Ich wollte euch das zeigen, wie ich das mache. Die haben ungefähr 11 cm Durchmesser. Die sind ganz schnell und einfach zu häkeln. Und wenn du die nachher, so wie ich das möchte, zusammen häkelst, dann entsteht ganz tolle Tischdecke für die Mitte. Ich möchte das so machen, dass hier die Ränder und dann auch hier würden weiße, und in der Mitte möchte ich das so in zart lila machen. Man verbindet die zusammen mit einer festen Masche und das machst du ganz am Schluss. So, dann fange ich an. Jetzt erstmal mit 7 Luftmaschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Die verbinden wir mit einer festen Masche. So, dass wir hier ein kleines Ring bekommen. Jetzt machen wir 8 Luftmaschen. 4, 5, 6, 7, 8. Dann machen wir Doppelumschlag. 1, 2 und stechen in unser Kreis rein. Und 3. Jetzt 4 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4. Ein Doppelumschlag wieder. Und wieder da rein. Wieder 4 Luftmaschen, 2, 3, 4, zweimal Umschlag, 1, 2 und wieder in unsere Öffnung. Einmal, zweimal, dreimal. Und das wiederholst du immer wieder, bis du von diesen Stäbchen hier 8 Stück hast. Ich habe jetzt 4. Das heißt, ich muss nochmal 4 Stäbchen machen. So, Doppelumschlag und da rein. Und so weiter. Ich habe die 8 Stäbchen schon fertig. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Jetzt habe ich noch 4 Luftmaschen gemacht. Mit den 4 Luftmaschen verbinde ich die 2 Blätter. Das machen wir mit einer Festmasche. Wir haben schon dieses Teil fertig. Jetzt machen wir weiter mit einer festen Masche. Das heißt, wir gehen auf die linke Seite mit einer festen Masche. So. Dann machen wir eine Luftmasche. Und dann machen wir 5 halbe Stäbchen. 2, 3, 4 und 5. So sieht das aus. Ab diesem Bogen machen wir jetzt 6-mal die halbe Stäbchen. 1, 2, du kannst das ein bisschen verschieben, 3, 4, 5 und das 6. Das machst du so weiter, bis du wieder hier am Anfang bist. Das heißt, ich habe jetzt 2 Bogen fertig. In jedem Bogen 6 halbe Stäbchen, bis wir wieder hier sind am Anfang. Auch diese Reihe, Runde habe ich schon beendet. Jetzt mache ich eine Festmasche, verbinden die Teile zusammen. Und jetzt haben wir hier in jedem Bogen haben wir 6 Maschen. Jetzt mache ich 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Ein Umschlag und in jede Masche hier steche ich rein und hole den Faden nach vorne und da mache ich ein Stäbchen. Mit den 2 Luftmaschen habe ich die 2 Stäbchen jetzt. Jetzt wieder ein Umschlag und die nächste Masche. Du musst ein bisschen aufpassen jetzt, weil wir brauchen jetzt nur 6 Stäbchen. Das heißt, wir haben jetzt hier 3. Jetzt kommt 4. Und 5. Da kannst du das gut sehen immer. Deswegen 1, 2, 3. Jetzt haben wir, siehst du, 2, 4, 5. Und noch einmal. Das ist hier. So, einen Bogen haben wir schon fertig. Jetzt kommen wir zu den zweiten. Und auch hier ein Umschlag. Reinstechen, den Faden holen. Und da haben wir das erste Stäbchen. Ein Umschlag. Zweites Stäbchen, so und so weiter, bis du wieder hier vorne bist. Diese Runde habe ich schon auch beendet. Ich verbinde jetzt die 2 Seiten mit einer festen Masche.
So. Jetzt mache ich 5 Luftmaschen. 2, 3, 4, 5. Ich möchte euch das ganz genau zeigen, aber ich glaube, dass... So, 1, die 5 Luftmaschen und dann 1, 2 lassen und in die dritte Masche reinstechen. 1, 2 und in die dritte rein und eine feste Masche. Jetzt machen wir 4 Luftmaschen und wieder in die dritte und mit einer festen Masche. Wieder 4 Luftmaschen, 3, 4 und die dritte Masche hier. Das kann man gut sehen. Moment. 1, 2, 3. Und da kommen wir rein und machen eine feste Masche. Und das machst du so weiter, bis du wieder hier am Ende bist. Das heißt 4 Luftmaschen und in jede dritte Masche reinstechen. Die Runde haben wir schon beendet. Jetzt mache ich die letzten 4 Luftmaschen. Die verbinden uns die 2 Seiten, 1, 2, 3, 4 und hier rein und eine feste Masche. So, so sieht's aus. So kleine Bogen haben wir hier jetzt. Die nächste Runde, wir gehen mit 2 feste Maschen in der Mitte von unserem Bogen hier. Eine. Und noch eine, dass wir so ungefähr in der Mitte von dem Bogen sind. So. Jetzt machen wir 6 Luftmaschen. 3, 4, 5, 6 und befestigen die 6 Maschen hier in unserem zweiten Bogen. Hier haben wir die 6 Luftmaschen gemacht und hier ist unser zweiter Bogen. Da stechen wir rein und befestigen das. Ich muss das ein bisschen stramm machen. Mit einer feste Masche. So sieht's aus. Da entsteht wieder ein Bogen. Jetzt machen wir, Moment, so. Jetzt machen wir 3 Luftmaschen. Hier haben wir 6 gehabt. Jetzt machen wir 3 Luftmaschen. Und auch die befestigen hier unter unserem nächsten Bogen mit einer festen Masche. Jetzt machen wir 5 Luftmaschen. Am Anfang waren das 6, jetzt sind das 5. 5. Und unser nächster Bogen. Und mit einer festen Masche. Und so bleibt das jetzt bis zum Ende. Jetzt machen wir 3 Luftmaschen in den nächsten Bogen und befestigen mit fester Masche. Jetzt kommen wieder 5 Luftmaschen und die würden 2, 4, die würden in den nächsten Bogen hier befestigt mit einer festen Masche
Und so weiter. Jetzt wieder 3, 5, 3, 5. Und dann sehen wir uns wieder. Auch die Runde haben wir schon fertig. Die letzten 3 Luftmaschen, weil hier vorletzte waren 5. Jetzt kommen 3 Luftmaschen. Das sind die letzten. Die kommen hier rein und würden mit einer festen Masche befestigen. Die Arbeit rollt sich ein bisschen, aber da macht ihr keinen Kopf. Das wird nachher alles wieder gerade. Außerdem, wenn die Deckchen noch gestärkt werden, würde das sowieso kein Problem sein. So, unsere letzte Runde. Da mache ich eine feste Masche. Jetzt machen wir 3 Luftmaschen. So, ein Umschlag und unter unserem ersten Bogen. Da haben wir schon 2 Stäbchen mit den ersten 3. Jetzt habe ich 2, ich muss erstmal gucken, Moment, doch, 2 Stäbchen, das heißt, ich mache noch 5, das ist 3, 4, 4, 5. Und 7. Jetzt haben wir hier 7 Stäbchen. Du kannst dir da ein bisschen Platz machen, weil dann müssen hier auf der anderen Seite auch welche kommen. Jetzt machen wir 4. Nach dem 7. Stäbchen machen wir 4 Luftmaschen. Da muss ich mich entschuldigen, aber ich weiß wirklich nicht, wie das heißt auf Deutsch, wenn mir jemand helfen kann. Picot oder sowas ähnliches, weiß ich nicht. Das machen wir jetzt. Das heißt, deswegen haben wir hier die 4 Luftmaschen. Und dann stechen wir hier am Anfang, holen den Faden einmal durch. Und zweite Mal. So, da haben wir das schon. Dann ein Umschlag. Und hier kommen 6 Stäbchen. Zwei. Vier. 5 und 6. Wenn wir das so sehen, haben wir auf beiden Seiten 6 Stäbchen. Da diese von hier gesehen oder auch von hier gesehen, 7. ist für den kleinen Köpfchen hier. Oh oh, naja, so ist das, wenn man zu schnell sein will. So, ist nichts passiert. 1, 2. Jetzt haben wir hier den kleinen Bogen. Das war ein Bogen mit 5 Luftmaschen. Jetzt haben wir hier 3 Maschen. 1, 2, 3. Und da stechen wir einfach nur rein. Holen den Faden durch und machen eine feste Masche. So, jetzt haben wir wieder den großen Bogen mit 5 Luftmaschen und da machen wir wieder
sieben Stäbchen. Eins. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs und sieben. Es ist ein bisschen eng, denn deswegen muss man das ein bisschen zur Seite schieben. Nicht nach links, sondern nach rechts. Jetzt haben wir sieben Stäbchen wieder. Jetzt machen wir wieder vier Luftmaschen. Jetzt kommt der Faden hier rein. Am Anfang, wo du die vier Luftmaschen angefangen hast. Es ist ein bisschen eng, aber wir haben das. So, ein bisschen zur Seite wieder. Und jetzt kommen sechs Stäbchen. Das passiert immer, wenn ich zu schnell sein will, aber das macht nichts. Eins, zwei, drei, vier. Fünf und sechs. So. Jetzt wieder haben wir unser kleiner Bogen. Da stechen wir rein, holen den Faden und befestigen mit fester Masche. Jetzt wieder ein Umschlag. Sieben Stäbchen, dann vier Luftmaschen nach oben und so weiter, bis du die ganze Runde zu Ende hast. Ich habe das letzte Blatt schon fertig. Es müssen so viel sein wie hier am Anfang. Das heißt, acht, ja, nennen wir das Blätter. Acht Stück. Wir haben mit dem großen Bogen angefangen und auch beenden wir das hier mit dem großen Bogen. Dazwischen haben wir noch den kleinen mit drei Luftmaschen. Den befestigen wir mit einer festen Masche. Und auch, nee, da habe ich, bin ich zu weit gegangen, nochmal. So. Den festmachen, so. Und dann müssen wir das so befestigen wie hier. Das heißt, wir stechen hier rein, holen den Faden und ziehen dadurch. Moment, weil irgendwie, das war die letzte, ja, da ist der Fehler. So, der letzte Bogen mit den drei Luftmaschen, so durchziehen und jetzt müssen wir das, vielleicht nehme ich schon eine fertig, jetzt müssen wir das so machen, dass da diese
Rundung sozusagen entsteht. Das heißt, wir müssen das irgendwie, da kannst du mal sehen, hier reinstechen. Moment, will nicht. Jetzt aber. Damit das hier fest wird. So. So sieht's aus. Wie viele von solchen Decken ich machen muss, weiß ich noch nicht. Ich habe gerade gestern angefangen. Ich würde dann hier das festmachen oder wie gesagt mit befestigen mit einer feste Masche. Wie viel ich dafür brauche, schreibe ich euch unten in Beschreibung. Wenn ihr noch Fragen habt, dann einfach schreiben, ich beantworte die gerne. Ich hoffe, das hat euch wieder Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.